Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge. Anno 1800 mit mir zu dem Set mit dabei ist Marcel. Ja. Yes. Es geht weiter. So, Schiff ist vom Hafen gelaufen. Wo ist es denn? Ach, das ist das kleine Ding hier. Okay. Gut. Wir brauchen jetzt erstmal Kanonen, damit wir das dann wieder bauen können. Der Falke ist bereit. Irgendwie läuft es bei mir nicht mit dem Paprika. Irgendwas stimmt mit meiner Route nicht. Ja, bei mir stimmt gerade einiges nicht. Das liegt aber eher daran, dass ich das auch scheiße koordiniert habe. So, hier ist volles Lager. Genau, Bretter sind gerade halt wirklich echt endlos über. Das Problem ist halt, das ist so ein Rattenschwanz, weil ich kann jetzt keine Handwerker ausbilden, weil meine Grundbedürfnis hier zu niedrig ist, weil ich mehr Schnaps bräuchte. Scheiße. Achso, ich habe richtig viel Schnaps. Ja, kannst du mir mal kurz ein Schiff rüberschicken? Einen Moment. Ich guck mal wie viel, weil ich muss 3 Inseln mit Schnaps versorgen, ne, also. Bier, warum wird denn so wenig Bier produziert? Wo ist denn die Brauerei? Das ist doch die hier. Ich kann dir 50 Schnaps rüberbringen, aber erst wenn meine Fregatten, wenn meine Schiffe wieder da sind. Okay, ja. So, machen wir einfach nochmal Bier. Wir haben ja noch genug auf Reserve. Brot sieht auch richtig schlecht aus. Wo haben wir denn hier mal Brot? Hier ist die Mühle. So, was wollte ich jetzt bauen? Stimmt, meine Fleischkonservenfabrik. Okay, ich verstehe, wir haben einfach zu wenig Getreide auf Reserve. Dann bauen wir einfach nochmal kurz Neues. Was? So. Ich habe meine. Fuck, ich habe keine Arbeiter. Scheiße. Gut. Hier ist nochmal ein Neues davon. Davon können wir meiner Meinung nach auch direkt nochmal eins bauen. Damit wir mal richtig ordentlich Getreide ranbringen. So. Keine Eisen. Doch, Eisen kommt jetzt. Und keine Arbeiter. Gut, das finde ich in Ordnung. Jetzt brauchen wir erstmal wieder Geld. Das ist schrecklich hier gerade. Oh, die wollen noch ein Theater haben. Und Nähmaschinen so, auch noch. Das wird sich automatisch regulieren hier, das finde ich ganz gut. Seife ist auf einem perfekten Level, das finde ich auch gut. Okay. Dann können wir nochmal in die Bilanz reingucken. Was für Sachen kann ich hier noch streichen? So, sortieren nach Bilanz. Was haben wir hier? Produktionsgebäude. Gut, Brauerei ist ziemlich teuer, verstehe ich. Brauchen wir aber. 4x Schweinezucht. Können wir erstmal bremsen? Achso, die hat auch keine 100%. Ah, ich verstehe. So, da haben wir eine sehr hohe Reserve. Wurst brauchen im Moment auch eher wenig. So, und dann können wir königliche Steuern. Ich habe einen Arbeiter. Der kostet mich 451 Steuern. Okay. So, ich bring dir Schnaps rüber, ne? Du wolltest ja unbedingt. Ja, genau. Das wäre gut. Welche Insel? Warte mal, hast du auch noch Brot und Bier? Oder Brot? Kannst du noch was vom Brot abtreten? Oh, dann sag's doch gleich, dann hätte ich meine Fregatte losgeschickt. So, warte mal. Wieso? Hat ihr das alles geladen, oder was? Nee, das Kanonenboot kann nur eins auf einmal transportieren. Ja, ist gut. Dann wird's halt die Fregatte. So, was. Ich schau mal, ob ich dir Bier überhaupt geben kann, weil ja, ich. Also brauch... Brot und Schnaps wäre auch schon geil. Okay. Brot ist möglich. Ja. Bier nicht. Doch, Bier ist auch möglich, aber dann ich kann dir nicht viel Bier bringen. Schnaps. Und Bier gebe ich dir 20.
Zu welcher Insel? Zu der großen Hauptinsel. Ah, Schiff kommt. Heute ist nicht mehr viel zu tun. Ich brauche auf jeden Fall, glaube ich, mehr Paprika-Arbeiter. Menschen lassen sie hochleben. Oh, ich habe ein Stadtfest. Oh, das gibt richtig viel Geld. Ja? Oh ja, mir hat's 5% gegeben. Wo ist denn diese lausige Fregatte hin? Ja, ich bin platt. So, das müsste jetzt schon mal gut getan haben, glaube ich, ne? Ja. So, dann gucken wir jetzt einfach mal, dass wir jetzt hier mal alles an Industrie rauskriegen. Wecken Sie mich, wenn's weitergeht. Ich dachte schon, ich muss ins Armenhaus. Es fehlt an Bauern. Ja, stimmt. Okay, okay. Boah, ich muss das hier gerade irgendwie erstmal gemanagt kriegen. Was ist denn das für ein Schiff, was da fährt? Ach, krass. Oha, die schickt mittlerweile ihre Schiffe hier rum, ne? Und, was? Ist das gut? Weiß ich noch nicht. Ich mache jetzt erstmal einen Angriff. Also wenn ich jetzt im vordersten Schiff Angriff befehlige, dann schießen alle, oder? Ja. Oder muss ich jedem einzelnen Schiff nochmal sagen, angreifen? Warte nochmal kurz, ich... Irgendwas... Habe ich keine Gulaschfabrik? Doch, habe ich. So, die schießen jetzt mal kurz hier diese Piraten hier aus dem Leben. Neue Befehle. So, die versucht zu flüchten. Mal gucken, wie lange. Oh, das müsste aber. Ja, komm, komm. Die ist. Ja. Ja, die ist tot. Meister, das ist gut. Die ist immer sehr sauer, wenn du sie tötest. Ja, das kann sie ja gerne sein. Die ist ja eh schon von Grund auf immer pissig. Aber ich kann hier doch nicht unseren Sir Archibald gefährden, ja? Der arme Mann, der will hier nur Handel betreiben, fährt hier nur durch die Gegend, wird weggeknallt. Das kann ja nicht angehen. So, ich hab. Mein Schiff ist da. Hast du das ersuchen? Warte, ich mach das sofort. Ich habe nur kurz das Treibgut hier eingeladen. Oh ja, ich sehe es. So, boah, 12 Kanonen. Achso, das Kanonenboot braucht immer Kanonen, oder? Ja. So, was brauchst du noch? Ich habe Brot und Schnaps dabei. Kanonenboot ja. Beginnt Geleitschutz. Ach, muss ich ausschreiben, ne? Ja. Ja, warte. Mach nur kurz meine Schiffe zurück, damit die nicht wieder, so wie letztes Mal, irgendwo vom Arsch der Welt abgeknallt werden. So, was muss ich ausschreiben? Brot, Schnaps, also ein bisschen Schnaps konnte ich dir schon geben und ja. Bier. Wie viel Schnaps hast du noch? 9. Ich habe dir 40 schon verkauft oder 41. Okay, dann kannst du mir jetzt den Rest verkaufen. Ja, noch ein bisschen. Ich habe noch einen dabei. Ja, dann jetzt. Warte, ja. Ja, und was ist mit Brot und Bier? Ja, Brot mache ich doch danach. Wie viel Brot hast du? 50, 20 und einen Schnaps habe ich immer noch. Ja, den Schnaps kannst du jetzt verkaufen. Nein. Kann ich nicht. Müsstest du aber. Nein. Ich konnte auch nicht viel Brot verkaufen gerade. Jetzt kann ich Schnaps verkaufen. Okay, Brot auch. Hab ich jetzt ja, auch. Aber ich konnte mein... Du hast 42 Brot zum Ach Ersuchen so, jetzt, sorry, ausgeschrieben. Jetzt. Jetzt kannst du Brot verkaufen. Nein. Doch, und zwar eine Menge. Nein, ich kann gerade kein Brot verkaufen. Ich hab jetzt ein Brot. Hä? Ich habe meinen Kaufen aber ganz hochgelegt. Wie viel Brot hast du denn überhaupt noch? 7 und 20 Bier. Sonst hol dir erstmal das Bier ab. Ja, okay. Bier, warte. Wieder auf Kaufen und hoch. Jetzt kannst du. Nur Brot. So, Bier habe ich hier auch aufgemacht.
Hat geklappt? Nee, wird bei mir nicht angezeigt. Nur Schnaps? Bist du auf der richtigen Insel? Auf dem Kontor, ja. Ich bin direkt vor dir. Hier steht, hier steht auch dein Schiff, ja. Genau. Da steht nur, du ersuchst Schnaps. Ein Brot. Hä, hey, dann geh nochmal raus, vielleicht, und wieder rein. Hab ich. Du suchst einen Schnaps und zwei Fisch. So, jetzt müsste Schnaps verkaufbar sein. Brot? Ja, hab ich schon alles Brot verkauft. Brot müsste locker jetzt verkaufbar sein. Genauso wie Bier, oder? Jetzt. So. Ein Brot, immer noch. Ja, okay, dann back das. Das kann nämlich nicht sein. Das kann nicht sein. Ja, vielleicht hat jemand anderes schon den Auftrag genommen, dass er das. Ja, das kann sein, ja. Okay, und was hast du jetzt noch dabei? 20 Bier und 4 Brot. So, das Bier kannst du mir auch nicht verkaufen, oder was? Nein. Auch nicht jetzt, ne? Mhm. Ach so, sorry. Mach mal jetzt. Wird mir immer noch nicht angezeigt. Kannst immer noch kein Bier kaufen? Verkaufen? Ich kann die... Nein, kann ich nicht. Okay. Kann dir auch keinen Handel anbieten, ne? Nee. Ja, dann schicke ich mein Schiff zurück. Ja, aber was machen wir denn jetzt? Ich brauch das ja. Ja, keine Ahnung, du musst auf Ersuchen drücken. Ich wie ersuchen? Ich drück auf den Kontor. Und dann? Na? Wo steht denn da ersuchen? Ach fuck, ich brauch... Warte mal, ich muss mich kurz um Bedürfnisse kümmern. Ich hab ein Problem. Okay. Was habe ich denn jetzt gemacht, dass ich nur noch 400 Dollar hab? Du hast bei mir Sachen gekauft. Echt jetzt? Ja. Boah, was mache ich denn jetzt? Brot kostet 200 Dollar pro Stück. Ich kann dir das auch nicht schenken, das ist irgendwie blöd. Und ich brauche Wurstfabriken, sehe ich gerade. Ja, fuck, was soll ich denn jetzt machen? Mein gesamtes Geld ist jetzt gerade weg. Vielleicht kommt gleich noch ein Auftrag rüber. Von irgendjemandem. Bestimmt Kleidungsmangel. Oh, nö, Kleidung geht. Stoffmangel. Mangel an Wolle. Was ist denn das? Was habe ich jetzt? Was hast du? Hast mir Schnaps, Brot und. Was wolltest du mir noch bringen? Bier, ne? Bier, aber Bier konntest du nicht nehmen. Schnaps, Brot und Bier. Du musst halt bei dir am besten die Produktion ankurbeln. Ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen Geld reinkriegen. Ich habe jetzt gerade 2000. Ne, 1200. Wegen der Scheiße, die da gerade passiert ist, was auch immer das war. Ja. Auf die alte Dame ist Verlass. So, ja, das könnte ich auch so mal regeln. Oh! Hallo, gib mir Respekt. Und zwei. Was? Ja. Warum das denn? Ich weiß es nicht. Okay. Weil wir die Alte aus dem Leben geknallt haben, oder was? Ich weiß nicht, was ihr Problem ist. Ich hab einfach Respekt gegeben. Nähmaschinen könnte ich auch easy produzieren gerade. Hm. Aber mehr Arbeiter, Handwerker. So, okay.
Ich habe einen Wurstmangel, sehe ich gerade. Ja, einen fetten Wurstmangel. Ich nutzte die Zeit. Es juckte mir schon in den Fingern. Okay, Fenster werden produziert. Sehr gut. Das dauert ja Ewigkeiten. Naja, ist wie es ist. Die Menschen lassen sie hochleben. Ich hab schon wieder ein Stadtfest. Den Leuten scheint das zu gefallen, wie es im Moment hier läuft. In letzter Zeit bin ich immer müde. Losch. So, hier muss ich auf jeden Fall was von abreißen. Das nochmal neu setzen. Die Waren stapeln sich hier. Ja, ich mach gerade alle meine Straßen neu. Du meinst hier die zu besseren? Ja, das ist langsam nötig hier. Sieht auch schicker aus. Ja, das auch, aber es ist einfach schneller. Ich hatte eh das im Überfluss gehabt. Also Stein. Mhm. Irgendwie produziere ich zu wenig Gulasch und das gefällt mir nicht. Boah, das ist auch so ein Thema, an das ich mich noch gar nicht rangewagt habe, ne? Ja, irgendwie. Ich glaube, ich brauche mehr Rinderfarmen. Oder wie viele Rind habe ich denn? Hallo? 12. Ja? Nee, warum kann ich die. Jetzt kann ich die Farm da wegnehmen, okay. Ein Lagerhaus in Reichweite. Ja, dann bauen wir ein neues. Das können wir doch machen. Da kriegen wir hier irgendwie einen Anschluss? Nee. Fehlende Waren. Kartoffeln. Ja, okay. Kümmere ich mich gleich drum. Erstmal ein Lagerhaus. So, zu viele Transporter. Ja, gut, da kann ich jetzt aber relativ wenig gegen machen. So, erstmal fehlende Waren. Kartoffeln. Dann müssen wir mal nochmal ein neues Kartoffelfeld bauen, wa? Ah, ich habe auch gerade zu kämpfen mit meiner anderen Produktion hier. Was für eine Produktion denn? Mit allen. Also, ich komme kaum mit dem Brot hinterher. Kleidung ist okay. Wurst habe ich Problem. Ein richtig fettes Wurstproblem. Ja. Aber den Leuten stört's gerade gar nicht. Keine Ahnung. So, und ich will jetzt meine Nähmaschinen gerne bauen, aber die kann ich noch nicht bauen. Zu wenig Arbeiter. Ich brauche 150 dieser Handwerker doch. Bevor ich irgendwas machen kann. So, bin jetzt eine Stadt geworden. Oh, nice.
Ja, 150 Leute. Ich brauche Holz und Stahl. Stahl. Ich brauche noch eine Stahlfabrik. Auf jeden Fall. So. Das hier im Gebäude. Lagerhaus. Ja, verschieben. Das Lager ist voll. Ja, besser. Okay. Nee. Oh, Arbeitermangel. Nähmaschinen. Ah, scheiße, mir fehlt jetzt was. Wir kümmern uns hier um. Kohle, Mangel. Okay, gut. Das habe ich jetzt auch unter Kontrolle. Scheiße, das Wort. Downgrade, downgrade. So, noch mehr Stahl bitte. Oh, ich habe schon zwei Stahlfabriken. Aber kein Stahl. Gerade hier eine reine Konzentrationssache. Zu gucken, wie setze ich das am besten hin. Ja, ich muss meine Stadt gleich wieder weiter upgraden. Ich habe kaum Bauern. Okay. Oh, ja. Oh, wie sieht's denn aus hier? Ah, mein Schnaps geht langsam aus. Okay. Ich hab's langsam mal wieder unter Kontrolle gekriegt. Alles easy. Bin jetzt auch lieber wieder bei 20.000. Oh, das klingt ja gut. Ja. Muss ich schnell mal eingreifen, aber dann... Ja, ich bin auch gleich dabei, mir eine Nähmaschinenproduktion zu bauen. Ist die wichtig? Ja, die Handwerker wollen sowas. Das sind auch schon wieder so überkandidelte Wichser. So. Also man hört übrigens, ich werde ein bisschen krank irgendwie, schätze ich. Ja, ich vielleicht auch. Die Zeit geht jetzt, aber man muss auch sagen, also wir sind jetzt immer noch bei dem Lasertag-Thema. Das ist natürlich auch gefährlich, ne? So, dieses in der ganzen Kälte und dann ist hier zwar warm, weil du Sport machst, aber es ist halt nicht warm. Ja, es war gar nicht warm. Und das ist halt gefährlich, ne? Weil da kannst du natürlich richtig schnell was wegholen. Ja, das stimmt. Boah. Mir fehlt. Ja, okay, die Straße verschiebe ich. So. Nee, nicht schlau gewesen. Hä? Wieso reißt er denn den Baum da nicht ab? Okay. Ist mir egal.
Gut. Das hätte ich dann jetzt nochmal gerettet. Was ist hier oben? Zu viele Transporter, genau. Du kriegst jetzt hier erstmal das Upgrade. Beziehungsweise kriegst du sogar nochmal einen Bruder. Hier drüben hin. Und das sollte sich dann decken können. Das können wir auch jetzt finanziell mal verkraften. Ja, doch, das geht. Und wie viel müsste denn verschoben werden? Das sind wie viele Felder? 1, 2. 2 Felder. Jeweils. 2, 2, 2. Dann können wir den Kollegen hier reinsetzen und es sieht nicht mehr so scheiße aus. Ja, genau. Holz. Ich brauche Holz. Ja, so. Das gefällt mir deutlich besser. Oh yeah. So, eine neue Fregatte bauen. Ist was drin? Ja, ist drin. Auf die alte Dame ist Verlass. Kurs gesetzt. Ihr könnt alle mal nach da vorne ein bisschen fahren. Das ist ein Fischerboot hier. Oh, wir müssen schon lange die Folge beenden. Das wird heute eine längere Folge. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis dann. Ciao. Diese City wird nicht schlafen und wir fahren mit 400 km/h durch den Abend. Höre Biggie aus dem Radio. Auf dem Highway ist die Freiheit in den Gassen. Erdrückende Stimmung, so wie in Guantanamo. Testimonial. Dieser Wagen plus der Himmel wird wie ein fucking Comic-Cap. Leben zwischen Reichtum und Leuten, die gerade in den Seilen hängen wie Bungee-Sex. Wer in mein Album kommt, dann gibt es einen Atomic Crash. Denn der Sky is the limit und wir heben da keine